Liebe Lunzer Jugend, liebe Schülerinnen und Schüler, im Rahmen des Projektes Wandelbares Mostviertel versuchen wir auf den Klimawandel, der uns immer mehr beschäftigt, zu reagieren. Uns ist schon klar, dass die junge Generation sich schon viel besser damit auseinandersetzt und viel gelassener damit umgeht als wir, die Älteren, für die das viel neuer ist. Unser Konsumverhalten, unser Verkehrsverhalten, unser Einkaufsverhalten ist geprägt von der Zeit, als die Autos aufgekommen sind und jeder gerne weit fortgefahren ist zum Einkaufen. Das Ergebnis dieses Verhaltens sind große und lange Verkehrswege gewesen und die Geschäfte in unseren Ortszentren sind immer weniger geworden. Durch diese langen Verkaufsfahrten ist natürlich auch das Klima beeinflusst worden und die Abgase der Verkehrsmittel haben sicher schädlich gewirkt. Ihr seid doch viel gescheiter als wir waren und wir versuchen jetzt euch zu helfen, eure guten Vorsätze zu verwirklichen. Wir versuchen, dass wir in unserer Ortschaft möglichst viele Angebote haben, die ihr nutzen könnt. Das beginnt beim Angebot über Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung in den Vereinen, sportliche Angebote, aber auch die Möglichkeiten zum Einkaufen zu Hause zu schaffen. Selbstverständlich wird es uns nicht gelingen, euch alles, was ihr braucht, zu Hause anzubieten. Aber viele Sachen, vor allem des täglichen Bedarfs, und der Güter, die man manchmal braucht, die ganz nützlich sind, sollten wir zu Hause bekommen. Wir werden versuchen, euch die Chance zu geben, zu Hause zu bleiben, euer Konsum, den ihr braucht, zu Hause zu erledigen und vieles, was ihr so für den täglichen Gebrauch, für euer Freizeitverhalten braucht, im Ort selbst zu finden. Wenn uns das gelingt und ihr das Angebot auch annimmt, haben wir gemeinsam viel dazu beigetragen, dass wir den Klimawandel, zumindest soweit es uns möglich ist, ein bisschen stoppen können. Gemeinsam werden wir vielleicht ein bisschen was bewegen. Wir alleine sind natürlich nicht ausschlaggebend dafür, dass der Klimawandel gestoppt wird. Aber man muss klein anfangen, um Großes zu erreichen.